Willkommen zurück zu Tekken 7. Letztens hatte ich David Jin vom 8. Tier auf den 4. Dann gebracht und jetzt werde ich ihn auf den 7. Dann bringen. Was sein drittes selbstgemachtes Kostüm ist, müsst ihr euch im nächsten Part überraschen lassen. Ich weiß, ich hatte im letzten Part gesagt, dass ich nach dieser Aufnahme das dritte Kostüm herstelle, aber wie er schon im letzten Part gesehen hat am Ende, habe ich es trotzdem gemacht. Also, an diesem einen Part. Zwei Jahre später. Gehen. Mann, mach doch mal jetzt hin. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Nein, was? Ich habe ihn nicht getroffen? Oh, wie er voll weggeschlagen hat. Ja, reg dich mal ab, David Jin. Master Raven. Round 1. Fight. KO. So. Round 2. Finish! Wir sind United F, wa? KO. Round 2. Fight. Das war ein Fehler.
Mann, du sollst rennen! Round 2. Fight. So! So, David Jin RR. KO. Round 2. Fight. Also die Überfallkämpfe sind meistens einfach. Okay, vielleicht liegt es auch daran, weil ich noch nicht so einen hohen Rang habe. Elisa. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Eigentlich wollte ich sie gerade nicht nachmachen. So. Komm mal, Jins. Augen an, jetzt leuchten die. Ich habe irgendwie perfekt. Sag schon, gedrückt. Oh Mann, Alter. Bestimmt jetzt wieder diesen Kampf ein bisschen blöde werden und dann auch die anderen Kämpfe, wa? Round one. Natürlich Beförderungschance wieder mal. Diesmal habe ich schnell reagiert, aber ich bin zu spät ausgewichen. Nein! War mein Fehler. Hä? Boah! Round 2. Fight. K.
Okay, diesmal war sie mal fair gewesen. Noch. Treffereffekt Sefe Yoshimitsu. Wow, toll. Es ist so interessant. Round 1. Fight. Ich hab's gesehen, aber ich hab mir wieder nicht reagiert. Und Kindergimmis kommt ja auch selten vor. KO. Round 2. Fight. Sag mal, was ist denn jetzt los? Natürlich, ich wusste es. Ich verliere die Runde, definitiv. Mann, ich hab's schon dritten Mal gesehen und ich hab nicht reagiert. Aber diesmal war sie nicht so. Ich denke mal, sie wollte auch mal einen Sieg haben. Also unseren Rundensieg. Yoshi. Round 1. Fight. Was war das denn? KO. Round 2. Fight. Eigentlich habe ich gerechnet, dass er irgendwie so umkippt. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? Als ob. Round 1. Fight. Ah, gegen Buffman. Also Buffman. Perfect. Boah. Round 2. Fight. Was? Zweimal perfekt? Okay, ist ein doppelten Schaden halt. Aber trotzdem, dass ich es geschafft habe. Round 1. Fight. Eddie. Round 2. Fight. Klar, als ob der mich mit der Hand getroffen hätte, obwohl ich aus der Reichweite war. Ich will still. Ich möchte Christi zurückhaben. Ja, am Anfang habe ich kurz
Habe ich mich kurz merkwürdig angehört. Eigentlich, ich will... ich will Christi zurückhaben. Aber dann habe ich Wüchte. Irgendwie... Also ungefähr so gesagt. Dann auch irgendwie so ein bisschen leise. Tritt er dann? Danach möchte ich aber einen Charakter haben, der mir eine Beförderungschance gibt oder höher ist. Und dann halt der übernächste Kampf eine Beförderungschance ist. So kenne ich das gar nicht, die Musik. Also ich habe noch nie so gehört, dass so die Musik abspielt. Eine Rockmusik. Guck mal, da unten rechts steht Mishima-Pizza. Entschuldigung. Boah. Eigentlich wollte ich noch schnell Mikrofon ausmachen, aber ich hab's nicht mal geschafft. Round 1. Fight. Oh, Mädchen, nerv nicht. KO. Round 2. Fight. Ja, aber 3. Ja, jetzt möchte ich... Hallo? Ich habe auch den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte gerade sagen, wieso greift er nicht? Ich hab aus Versehen auf den Rage Art gedrückt. Also Davidson braucht definitiv keine Angst vorm Dunkeln haben, denn er hat eine Laterne bei sich. Und jetzt möchte ich Beförderungschance bekommen. Weil ich 2-3 Kämpfe hatte. Oh nein. Nämlich hatte 2 oder 3 Kämpfe einen Charakter gehabt, der niedrig war. Besonders Lars. Mit dem dritten dann. Aber ich krieg meine Beförderungschance. Und natürlich möchte ich auch gewinnen. Hä, was machst du da? Setz er nicht. Klar, ich bin nicht gesprungen, überhaupt nicht. Das sieht aus. Oh, nerv nicht, Junge. Ja, übertreib doch. Was war das denn gerade von ihm? Hat er gerade gefurzt oder was? Irgendwas sagt mir, dass ich die Runde verliere. Oder? Ja! Siebter dann, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Davidson mit seinem drittes selbstgemachtes Kostüm. Ja, wie gesagt, lasst euch überraschen, wie es aussieht. Teufel Körperpanzerung Davidson. Und er hat eine schwarze Feder verloren. Okay, ich sag noch Tschüss und wir sehen uns das nächste Mal. Bye.